Willkommen aus Berlin mit dem brandneuen Microsoft Surface 2. Das hier hat man natürlich Windows 8R 8.1 RT installiert, kommt ab dem 20. Oktober in den Handel, wird jetzt auch ein 10,6 Zoll Full HD Display haben, genauso wie das Pro, das hier auch übrigens nebenan liegt, etwas dicker, etwas schwerer ist, natürlich aber dann mit einer größeren App-Auswahl hat, und wir sehen können, die große Neuerung ist vor allem hier das Design, denn es ist dünner geworden, hat eine neue Farbe bekommen, sieht super schick aus, finde ich, und das Kickstand lässt sich nicht mehr nur noch so weit aufklappen, sondern wenn ihr es im Schoß setzen wollt oder auf dem Tisch hinstellt und ihr ein bisschen größer seid, dann könnt ihr es auch so aufklappen und dann einen viel schöneren Blickwinkel, glaube ich, auch bekommen, auch in der Uni oder so, zum einfach draufschauen, auch wenn der Blickwinkel eigentlich recht stabil ist, den können wir gleich mal zeigen, ich mache das Display kurz an und dann seht ihr hier natürlich IPS und sehr schön anzuschauen, reagiert flott, dank Tegra 4 Prozessor, gute Kamera vorne und hinten, die kann ich auch vielleicht sogar mal zeigen, wenn sie funktioniert, dazu kann ich es auch einfach mal hier suchen, könnte ich jetzt auch einfach, wie ihr das schon kennt, auch einfach eine Tastatur andocken, das sind jetzt leider noch die alten Tastaturen, aber dann kann ich hier einfach gleich lostippen, wie ihr seht, man muss nichts installieren und das funktioniert wirklich wunderbar. Und dann seht ihr auch schon die Frontkamera, die wirklich mal wieder schön scharf gelungen ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich auf die Rückkamera hier wechseln kann. Müsste bestimmt hier irgendwo gehen. Dann kann ich jetzt ein Foto machen nur. Und die Einstellungen sind natürlich dann hier zu finden. Und dann seht ihr hier natürlich auch, das funktioniert wunderbar. Und auch schön scharfe Bilder sollte man hier schießen können. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz das Gerät von außen an. Wir sehen können, wir haben wieder einmal einen USB-Anschluss natürlich. Ein Micro HDMI als Display-Ausgabe. Hier können wir das Ganze aufladen, beziehungsweise da haben wir einen Lautsprecher noch mit dabei. Oben ist Anschalter. Das Mikrofon ist hier diesmal nicht oben mit dabei, sondern hier hinten ist ein kleines Loch bei der Kamera. Dann haben wir hier natürlich unten den Dock-Anschluss, den ich jetzt schwer abkriege, aber es geht. Genau, hat sich nicht verändert gegenüber dem alten, deswegen konnten wir auch gerade die alte Tastatur noch anstecken. Funktioniert wunderbar. Und dann haben wir hier noch Lautstärkeregler, Kopfhöreranschluss und noch ein Mikrofon, weil das Ganze natürlich Stereo ist. Also ihr merkt, an sich designmäßig ist es nur dünner geworden, neue Farbe und neue Hardware eigentlich drin, aber der Preis bleibt auch gleich mit 479, soweit ich glaube ich weiß. Und wenn ihr das Ganze aufklappt, kriegt ihr hier noch einmal einen kleinen Speicherplatz für Micro-SD. Ist natürlich auch wichtig, der ist bei der Pro-Variante gar nicht hier versteckt. Und wenn ich schon sagt, dass ich es mit dem Pro vergleiche, dann legen wir das mal hier kurz hin. Das Pro schaut entsprechend so aus, ein bisschen dicker, ist aber auch jetzt damit im Zusammenhang, dass hier eine Tastatur noch drunter liegt. Also so werden dann ungefähr beide aussehen. Und in der Dicke seht ihr dann hier auch eindeutig, glaube ich, den Unterschied, beziehungsweise ich lege sie mal aufeinander. Das schaut dann so aus. So, mein Name ist Balazs Kral aus Berlin, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.